Was geht ab, Bratan? Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dir geht es gut und draußen. Und heute habe ich für dich was Geiles vorbereitet. Aber bevor es weitergeht, Grüße gehen raus an Maxi. Maxi hat mir auf Instagram geschrieben, kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße dich jetzt auch. Ja, hallo Maxi, ich grüße dich. Ich hoffe, ich habe dein Herz ein bisschen Sorge gemacht. Verzaubert, bezaubert. Und für mich, es war so ganz toll. Heute gibt es eine geile Prayer-Review über Alessandrini Flashback. Jeder kennt es, jeder hat die Karte gefeiert. Der hatte mal einen 82er Inform gehabt. Diese Karte hat ja wirklich alles zerstört. Ja, die Karte war ja sowas von sexy. Diese Karte sieht so geil aus. Ich spiele den zurzeit in der Weekend League auf 7 Chemie. Ab Weekend League, falls du keinen Stream verpassen willst, unten auf Twitch kannst du gerne kostenlos folgen. Ja, würde mich übelst freuen. Und gespielte Spieler 9 Tore, 4 Vorlagen, 2. Alle sagen, das ist ja gar nicht so gut. Ich habe hier nicht so viel in Szene gesetzt. Das war auch, glaube ich, mein Fehler. Ich musste ein bisschen mehr in Szene setzen, weil diese Karte ist richtig, richtig krank. Und der Typ ist so schweinebeweglich, das ist nicht mehr normal. Der ist so krass. Mit diesem Team zocke ich zurzeit Weekend League. Ja, es kommen nicht alle auf Full Chemie, aber ist mir wurscht. Ja, es ist eine Spaß-League, also bedeutet, ich just for fun. Ich zock das, was mir Spaß macht. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ihr macht das genauso. Lange Rede, kurzer Sinn. Vergiss kein Abo dazulassen, Glocke aktivieren, liken das Video und kommentieren für euren Algorithmus. Und wie findet ihr die Karte? Wart ihr auch bei den Flashbacks dabei, wo er seine 82er-Karte bekommen hat, die einfach nur Zucker war? Ich habe die selber gespielt. Das war einfach nur ein scheiß Cheat. Ich wünsche euch viel Spaß mit den zusammengeschnittenen Sachen vom Livestream. Viel Spaß und wir sehen uns gleich bei der Abmoderation oder was? Alessandrini. Oh, Flashbacks, Jungs. Flashbacks zu FIFA. Weil er sein Inform hat. Alessandrini und Leber. Komm, Alessandrini, komm. Nein! Alessandrini, Junge, ist der geil, Mann. Uff. Alter, ist das eine Waffe. Boah, dieser Typ, Junge. Der ist so krank. Ich muss viel, viel, viel mehr machen mit Alessandrini. Boah, ist der sexy. Ist der geil. Komm, das ist ein Rini. Boah. Nein! Oh. Alles ein Rini, Junge. Oh, Gottes Willen. Jetzt. Ja, wie das auch Ding möglich ist. Ist nur mit einem Koreaner möglich. Ja. Probier's mal. Dieser Typ ist so sexy. Boah, Alessandrini. Echt Auskonter mit der Dreierkette. Boah. Ich dachte, es wäre Abseits. Ohne Witz, ich dachte, es wäre Abseits. Partei. Ja. Ausrufezeichen Tor. So, Bratan, nun schon, was sagst du? Der ist geil, ne? Der Typ ist einfach ein Cheat. Was den ausmacht, Schnelligkeit, Abschluss, obwohl er nicht so einen krassen Abschluss hat, also laut Karte, finde ich mega, mega, mega stark. Ich finde seine Laufwege krass, seine Passwerte, seine Beweglichkeit ist einfach unfassbar. Und diese Karte kostet 100k. Lohnt er sich nicht? Ja, er lohnt sich.
komplett, mach ihn und rasier den. Was bei ihm der einzige Nachteil ist, halt die Liga. Aber man kann ihn vielleicht mit Paulinho, mit weiß was ich was bauen, mit Oscar oder ähnliches. Aber diese Karte ist einfach nur Zucker. Ich empfehle euch die auf jeden Fall. Macht die. Die kostet 100k oder ich habe die abgeschlossen für 90. Ja, aber Chokuzel, da? Elisaye Bismo hat das gesagt, Proskomo. Also, sehr gut auf Russisch gesagt. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt die ganzen Links unten in der Beschreibung, wie Instagram, Twitch, Merch, falls ihr Bock habt. Und ja, das war's von mir. Macht's gut und tschüss.